Jo meine Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge hier in Flaccid Cutie Reach Ruin DLC. Weiter geht's hier mit Cassie, immer noch Gregory suchen, also das hat sich nicht geändert, die Mission. Und jetzt müssen wir weiterziehen hier, Unterknoten wieder zerstören oder eben ausschalten und dann hier durch Pizzaplex hier durchmarschieren und ja, einfach den Schrecken entgegenblicken. Und ja, da würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Gerne supporten, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, würde mich sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Und ja, besser Bless gelandet hier. Und wir können die Maske nicht abnehmen. Das ist so das große Problem. Wir müssen, glaube ich, wieder das ausschalten, ne? Dieses, wie heißt es? Dieses hellblaue Gerät da. Ich habe keinen Plan, wo das ist, weil wir sollten schnell sein, weil, wenn wir zu lange hier chillen, dann kann er uns umbringen, dieser Hase. Foxy Lunchbox. Ah, ja, was kriegen wir denn hier zu sehen? Früher haben Kinder ihr Pausenbrot hier eingestückt. Ja, das ist halt eine Lunchbox von Foxy. Oder halt mit Foxys Motiv. Wo ist denn jetzt unser Knotenpunkt? Ich bin jetzt wieder hier gelandet beim Marsen. Ist hier irgendwas? Können wir vielleicht einen Feather Blaster auch oder so? Aber. Yo! 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 Geh mal weg, Junge. Er konnte. Wir konnten ja nicht durchlaufen. Warum können wir nicht durchlaufen jetzt auf einmal? Ist jetzt auf einmal hier... Ach, keine Ahnung, ey. Hey, wo sitzt hier ein Unterknotenpunkt? Ich blicke gerade irgendwie nicht durch. Ah, hier ist einer. Ich bin so blind. Ich dachte, das wäre so eine Wand, wo man jetzt durchlaufen kann. Das war ein Unterknotenpunkt hier. So, eins von zwei. Oh, die Musik wird ein bisschen lauter, diese komische Musik. Ich glaube, wir haben leider reingeschissen, Leute. Ich glaube, wir scheißen rein. Die Musik wird immer lauter. Oh, hier ist das Letzte. Hier ist das Letzte. Ich denke, wir haben verloren. Die Musik wird lauter. Und lauter. Aber die Frage ist, wer wird uns jetzt umbringen? Ich meine, Chica ist jetzt nicht mehr da. Monty ja auch nicht eigentlich. Und dann einfach nur Roxy. Roxy will uns ja nicht umbringen. Also kann uns eigentlich niemand was anhaben. Oder? Schnell, 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 Cassie, schnell. Schnell, schnell, schnell. Bam. Und bam. Oh, es wird so scheiße rot. Das wird so alles rot hier. Ich glaube, ich bin gleich tot, Leute. Oh mein Gott. Alter. Habt ihr es gerade gesehen? Er war alles schon rot in unserer Sicht hier. Das war, glaube ich, eine Frage von Sekunden, ne, Alter? Boah, das war gerade echt knapp, du. Ist das, Freddy? Freddy! Freddy? Are you okay? Das ist Freddy! Ihm geht's gar nicht gut. Ich habe schon immer gefragt, wo Freddy ist, aber... Zabré ist einfach hier und er ist völlig am Arsch. Und der jagt uns jetzt, oder wie? Jo, der jagt uns wirklich! Ich dachte... Bruder, wo ist sein Kopf hin, Alter, Freddy? Wo ist sein Kopf hin, Mann? Ey, Mist, der ist hinter uns! Ich kann... Nein! Schnell, Cassie! Ich bleib grad hier hängen! Oh mein Gott, der ist so nah, der ist so nah, der ist so nah, der ist so nah. Ich habe mich schon immer gefragt, wo Freddy ist, aber der ist jetzt einfach hier. Yo. There's the inhibitor. Digga, wie sieht denn Freddy aus? Er hat da so ein Geschenk drin, ne? Alter Schwede. Ich würde gerne mal die Todesszene von ihm sehen, wenn es geht. Geht das vielleicht? Bring mich auch kurz um, Freddy. Mal gucken, wie das aussieht, wenn er uns umbringt. Er hat so ein Geschenk drin in seinem Brustkorb. Da haben wir also Freddy jetzt gesehen. Ey, scheiße. Soll ich nochmal schnell, Leute? Jetzt ist mal richtig. Schnell, 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 schnell. Ey, Freddy. Ey. Also ist Freddy auch eigentlich außer Gefecht? Also er... ist er nicht mehr so da. Er hat keinen Kopf mehr und er jagt einfach jetzt willkürlich Kinder. Ja, also Freddy ist auch gone, leider. Monty ist gone, Chica ist auch eigentlich weg, jetzt nur noch Roxy. Also Freddy ist ja, da kann man nicht mal sagen, dass er noch lebt, Junge. Der ist ein Zombie, Leute. Der ist einfach echt ein Zombie. Also ich weiß, es sind Maschinen, ich weiß, es sind, ne, aber trotzdem. Also Freddy ist nicht mehr Freddy. Nicht mehr der Freddy aus Teil 1. Jetzt kommen die wieder auf einmal her, Junge. Was wird denn das hier auf einmal, Alter? Meine Fresse. So, schnell, Cassie, schnell, Cassie, schnell, Cassie. Also, kommt Freddy nicht mehr vor? Oder wird er noch irgendwie vorkommen? Also, ich hoffe, der kommt doch irgendwie vor. Irgendwie
seine Stimme oder einfach sein Bewusstsein, sage ich mal, in seiner netten Form. Also ich hoffe, das wird doch irgendwie vorkommen hier. Ich hoffe nicht, dass es nur sein einziger Auftritt war in, Ruin DLC. Wie hat er mich jetzt bekommen? Ich war doch schon safe oder ist er rausgesprungen? Es hat sogar gespeichert hier und der ist jetzt nicht mal... Ey, es war... Egal, das war wieder ein ganz komischer Tod hier. Wie ihm auch sah, Leute. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, das ist nicht die einzige Stelle von Freddy. Der muss noch irgendwie vorkommen. Hat noch irgendeine Rolle. Muss er irgendwie haben. Ich weiß nicht. Irgendwie, dass er sich vielleicht für Cassie einsetzt oder sich opfert oder so letztendlich. Ja, irgendwas Heldenhaftes von Freddy würde ich mich... Wär ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Ja. Oh, es lädt wieder. Laden ist nicht gut. Laden heißt wieder eine lange Stelle. Also, das ist immer so meine Logik hier in Videospielen. Der wird noch safe irgendwie vorkommen, der Freddy. Aber warte mal, wir waren gerade beim Feather Blast. Und Freddy und Gregory waren doch eigentlich im Erdloch. Warum war jetzt Freddy im Feather Blast Gebiet? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Das war doch gerade ein Feather Blast Gebiet, ne? Da wo wir gerade waren. Und warum war jetzt dort? Jetzt so dort. Also warum ist er nicht bei Gregory? Dieser alles irgendwie keine Sinn ergeben für mich. Na gut, egal. Ja, wir gehen mal weiter. Ich frage mich jetzt auch, wie lange es doch DLC geht, weil wir haben schon echt einiges aufgenommen. Ja, und ist schon echt lange, das DLC, ne? Muss man echt mal hier so den Entwicklern mal sagen. Also ich finde es auch krass, dass sie es kostenlos anbieten, das DLC. Ich würde dafür auch Geld bezahlen sogar. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node noch left. Ein Knoten. The underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. But deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Warum weißt du, dass Roxy ein unser Knotenpunkt ist, Gregory? Und wie hast du unten Funk? Das ergibt alles keinen Sinn, wirklich. Jetzt müssen wir Roxy umbringen, oder was? Also, ja, wir müssen Roxy umbringen. Also, das ist der einzige Weg, um Gregory zu retten, laut ihm selbst. Nee, Mann. Was hat Gregory vor, ey? Der ist nicht verschollen. Der hat irgendwas vor mit Cassie. Ich weiß nicht, was? Ja? So, jetzt ist die Frage, wo ist jetzt Roxy? Die war ja noch so, sag ich mal, ja, traurig, dass sie uns angegriffen hat. Hat noch gesagt, yo, es tut mir leid und so. Hier rein. Hier ist ja das Erdloch gewesen, ne? War das, hier war irgend noch so eine Tür oder so im Hauptspiel. Das Bild ist dort vorne, Leute. Was war das? Was ist dort? Cassie. Roxy. Welcome back, Cassie. You remember me? Roxy. Was ist hier passiert? Warum liegst du unter einem Wagen, Bruder? Your special day. I remember. Your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the 11th. Ooh, boss. I remember because you are number one. Twice. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Ich hab grad voll Gänse. Ey, nein! Das ist doch nicht die Roxy, die wir kennen aus SB. Ich hab die verflucht. Ich hab die beleidigt bis zum geht nicht mehr. Ich hab den Stammbaum beleidigt. Ey, die ist ja eigentlich voll lieb. Die mag ja Cassie voll. Und Cassie mag ja auch sie. Guck mal, wie sie sich ihre Hände halten. Da müssen sie umbringen, Leute. Ey, das ist gerade voll sad gewesen. Ich hab gerade richtig Gänsehaut bekommen, ne? Ungelogen. Also, retalk. Jetzt, Roxy muss sterben. Es tut mir leid. Aber... Oh, die war gerade voll sympathisch, die Roxy, ne? Die war gerade so sympathisch.
müssen sie umbringen, Leute. Ist keine andere Wahl. Cassie? What are you doing? Oh, jetzt müsst du das noch hier zusammenfügen. Was, wie makaber. Ey, Roxy, ne? Wir sind jetzt so, okay? Ich hab dich in SB zu Tode beleidigt, ich weiß, aber du hast dich jetzt hier im DLC wieder deinen Ruf aufgebaut. Wow. Boah, das ging gerade echt ein bisschen nah, ne? Also ich war gerade schon echt ein bisschen emotional. Aber Roxy muss jetzt leider von uns gehen. So sorry, I love Carrot Cake. Happy birthday, Cassie. Fox, I'm sorry. I'm so sorry. Oh, es tut mir auch richtig leid, ey. Sie hat sogar noch gewusst, dass sie Karottenkuchen mag. Also Karottenkuchen kann ich mir jetzt nicht geil vorstellen. Weiß nicht, wenn man Karottenkuchen mögen kann. No front, Cassie. Aber, ja, jetzt ist Roxy am Arsch. Also, ja, tot. Okay, wir haben jetzt Chica gesehen, wir haben Monty gesehen, den Freddy, wenn man das so sagen kann, und jetzt die Roxy. Das ist Finale, ne? Jetzt ist Finale, Leute. Was wird hier passieren? Warum schwebt hier alles? Ey, wenn Gregory irgendwas Böses vorhat, ne? Irgendwas. Digga, du bist dann so am Arsch, du Kleiner. Gut gemacht. Das war der letzte Sicherheitsknoten. Ich konnte lokalisieren, von wo aus dein Freund funkt. Das Signal kommt von unter dem Raceway. Achtung, ab hier hast du keine Verbindung mehr zum Valley-Netzwerk. Also keine Maske mehr für uns. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's, glaube ich, ab in die Action hier. Ins Finale von FNAF's Duty Breach Rune DLC. Also, bis hierhin. Wirklich ein geiles DLC. Außer diese DJ-Man-Stelle mit diesen kleinen Männern in diesen Bowlingbahn. Aber der Rest ist wirklich geil gemacht. Vor allem auch die Sache mit Roxy gerade, ey. Das war richtig emotional. Arme Roxy, ey. Tut mir jetzt richtig leid, obwohl ich sie echt gehasst habe. Aber egal. Greg, wenn du jetzt irgendwas Böses vorhast, dann mach es jetzt. Okay, sie hat voll Angst, ne? Oh, Cassie, tut mir so leid. Ich hoffe, sie wird nicht auseinandergenommen von denen, ey. Also mental auseinandergenommen. Oder entführt oder so. Ja? Ich find's auch schön, dass Cassie auch so ein bisschen Emotionen zeigt. Ängstlich ist und auch manchmal verzweifelt rumschreit im Telefon. Na? Ich hoffe, Cassie wird nichts passieren. Ach, sie weint sie ein bisschen? Ey, Cassie, alles gut, Mann. Du hast es so weit geschafft, ey. Du bist ein starkes Mädchen. Das schaffst du. Sie muss es schaffen. Warum haben wir jetzt hier Strom, Digga? Ey, Gregory, wenn du irgendwas vorhast, du kleiner Knecht. Wenn du Cassie irgendwas antust, Junge. Dann ist vorbei. Jetzt bin ich echt gespannt, du. Also wirklich, ich... Boah. Lange nicht mehr so gespannt gewesen auf ein Story-Game. Ey, Cassie. Ich mag Cassie voll. Hör auf zu weinen, Cassie. Alles wird gut, Cassie. Alles wird gut, Mann. Alles wird gut. Das ist ein bisschen Musik, ja, höre ich gerade auch, aber... Junge. So. Hier waren wir auch schon mal. Cassie, hör auf zu schluchzen. Bitte, das bricht mir das Herz. Das bricht mir das Herz. Cassie, hör auf zu weinen, Cassie. Ey, das geht mir richtig... Also, real talk, ich spiele es nicht mal. Das geht mir richtig nah. Ich mag Cassie voll. Soll ich ein Gute-Nacht-Lied singen oder so? Oder irgendwas? Ich kann mich auch als Clown verkleiden oder so, wenn es dich glücklich macht. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Schiss, du, ey. Wie am Anfang vom DLC. Greg? Cassie, das schaffst du. Ist das Blut? Nee, das ist kein Blut, das wäre Blut. Das ist was Grünes, das einiges Grünes. Was ist das? Sind das Pilze? Einfach Tropfsteinhöhle oder wie? No! Come on! Stupid flashlight! Cassie, alles gut, Cassie, alles gut. Es wird alles gut, Cassie.
Hättest du doch lieber im Garten gespielt, Cassie, ey. Hättest doch lieber Fußball gespielt oder irgendwie mit Barbie-Puppen oder so. Keine Ahnung, ey. Oder Hausaufgaben gemacht oder habt ihr vielleicht Sommerferien? Ich weiß nicht, welche Jahreszeit das gerade ist hier. Oder Winterferien, Herbstferien, Osterferien, was weiß ich. Gregory, wenn du jetzt hier bist, komm jetzt raus oder mach irgendein Geräusch. Keine Taschenlampe mehr, Mist. Hier ist noch ein Geschenk. Ein Fast-Token. Alt und nicht mehr in Gebrauch, hat aber noch Sammlerwert. Ja, wenn du hier raus bist, Cassie, dann kannst du es gerne verkaufen. War da gerade ein Schatten oder war ich gerade am Durchdrehen? Ich glaube, ich drehe ein bisschen durch auch, Leute. Noch ein Geschenk. Okay. Noch ein Fest-Token. Warum kriegen wir so eine Fest-Token hier? Was soll es uns jetzt hier sagen? Ein Bombote. Okay, dann erzähl. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. Okay. Wir brauchen noch einen Token, glaube ich, oder? Ich glaube, wir kriegen pro Token eine Geschichte zu hören. Die Mutter und ihr Kind haben in einem Wald gelebt, da war aber auch ein Monster. Laut der Story. Und ich würde jetzt gerne weiterhören, wenn es geht. Ja, ich brauche einen Fast-Token. Aber ich sehe gefühlt hier gar nichts. Wirklich null. Also das ist übelst dunkel hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch was seht. Ich hoffe ja. Ich gehe nochmal kurz zurück, Leute. Ist hier vielleicht noch irgendein Token, den ich hier mitnehmen kann? Das wäre schon ganz geil. Ich würde gerne die Geschichte zu Ende hören. Vielleicht eine Gregory-Story über den Jungen, warum er jetzt hier gelandet ist oder so. Ja, und hier irgendwelche Sachen macht hier der Gregory. Oder wir müssen nach vorne gehen. Weitergehen und dann, ja. Da vorne ein paar Fast-Token mitnehmen. Ich habe keinen blassen Schimmer, Leute. Hier geht's aber runter, du. Gregory, mach doch irgendwas. Komm raus. Funk mich an. Wie auch immer du hier Funk hast, aber trotzdem, wenn du es hier schaffst, dann funk mich jetzt an. Du kleiner Idiot, er speichert. Mist. Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. Mhm. Noch ein First Token. Wir gehen nochmal nach oben, Leute. Und hören die Geschichte zu Ende vielleicht. Ich habe Angst um Cassie, wirklich. Also ich habe jetzt zum ersten Mal wieder seit langem Angst um eine Hauptfigur. Okay, interessante Geschichte erstmal. Also, die leben in einem Wald, Mutter und Kind. Monster machen irgendwelche Laute vor sich im Wald. Die Mutter sagt, es ist nichts und singt dem Jungen ein Schlaflied. So weit, so gut. Ist denn da vielleicht noch ein Token oder so? Nee. Oh, die Atmosphäre auch, ne? Die ist anders. Geht's hier weiter? Hier geht's ganz böse weiter. Hier ist noch ein Token. Okay, ey. Das. Ach du Scheiße. Was soll das sein? Das ist das wahre Ende. Hier war ja dieser Springtrap. Ist es sein Zimmer? Warte, erstmal die Beschreibung, was soll das sein? Das ist das wahre Ende. Das war das Canon-Ende. Ich habe so viele verpasst, oder wie? Heiß, ganz heiß. War hier das Zimmer, wo, dieser Burn-Trap, Spring-Trap oder was auch immer, er hat hier, glaube ich, gechillt. Während Gregory und Freddy da die anderen besiegt hat, oder? Das war hier, glaube ich, Leute. Das war genau in diesem verdammten Raum. Heilige. Aber ist da irgendwie noch so ein Token vielleicht? Ich gehe nochmal kurz zum anderen Raum.
Hier kann man nicht reingehen. Wir gehen jetzt mal hier rein. Ist hier wirklich gar nichts mehr? Ne, hier ist nichts mehr. Also ich habe jetzt eigentlich das meiste untersucht. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts verpasst oder so. Hier war auch nichts. Hier muss irgendwas sein. Komm schon, irgendein Geschenk oder so. Vielleicht in diesem Ladestation, ne. Hey, Roxy, bitte. Sie soll uns helfen. Sie soll uns unterstützen hier, bitte. Cassie hat Angst. Ich habe auch Angst ein bisschen, ey. Okay. Das Finale ist schon vor der Tür, Leute. Ich spiele es einfach. Das habe ich jetzt im Urin. So. Dann bam. Und jetzt bam. Sollte gehen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es geht. Es geht, es geht, es geht. Okay, nice. Ich will noch einen Token haben, bitte. Ein Token. Es geht noch tiefer runter. Es geht noch tiefer runter, Leute. Das ist Kaka. Hier ist leider jetzt, glaube ich, Ausweg, ne? Ja, hier können wir nicht mal weiter hoch. Schade, schade. Hey, was geht hier ab, Alter? Wo sind wir jetzt hier? War das hier, wo Gregory und... Das war, glaube ich, hier, Leute. Das war, glaube ich, hier. Wo wir gekämpft haben gegen Spring Burn oder was weiß ich, Trap. Oder war das hier? Keine Ahnung, Leute. Da würde ich sagen, nächste Folge geht es dann weiter ins Finale vom FNAF Security Breach Rune DLC. Wird sehr spannend sein, bestimmt. Und ja, Roxy ist auch anscheinend tot, leider. Sehr schade, sie war sehr sympathisch, muss ich auch sagen, hier im DLC. Aber leider jetzt weg. Da würde ich sagen, Leute, gerne supporten, liken, bis dann gesund, Leute. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bye, bye und ciao, ciao.